Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Element oder Elemental. In diesem Film geht es um Amber, ein Feuermädchen, das im Geschäft ihrer Eltern arbeitet und eines Tages das Geschäft auch übernehmen soll. Aber ja, sie hat so ein kleines Problem mit ihrem Temperament, denn es wird manchmal ziemlich hitzig. Und Amber wird gesprochen von Emilia Schürrle. Und ja, eines Tages platscht mal eben so ein Wasserwesen bei ihr rein. Und zwar Wade. Der wird in Deutschen gesprochen von Jannis Niewöhner. Und ja, er sind sich erst gar nicht so ganz grün miteinander. Weil ja, Elemente vermischen sich ja nicht und Elemente ziehen sich ja nicht an, dies, das, etc. Aber irgendwas hat Wade und irgendwie gefällt Wade auch Amber. Und ja, irgendwie treffen sie sich dann öfters und so und finden sich dann doch recht interessant und versuchen doch so ein bisschen voneinander zu lernen. Und ja, Eltern sind zwar irgendwie gar nicht so abgeneigt, aber so richtig begeistert sind sie irgendwie auch nicht. Und ja, fertig ist der Mix für einen kunterbunten Film zu Elementen, die sich nicht vermischen sollen, es doch irgendwie dann Überschneidungspunkte gibt und so weiter. Ja, so ein richtig schöner, kunterbunter Pixar-Film für Kinder, wo aber auch der ein oder andere Erwachsene seinen Spaß findet. Ja, für mich persönlich, ja, irgendwie hat man das irgendwie schon gesehen, auf andere Art und Weise. Nur jetzt haben sie es halt mit Elementen gemacht und nicht mit Nationen oder mit irgendwelchen Sozialklassen oder so. Jetzt haben sie es mal mit Elementen gemacht. Ist an der einen oder anderen Stelle halt ganz lustig. Aber irgendwo, ja, ist das jetzt für mich nichts Besonderes, nichts Spannendes. Die Animationen sind super, da kann man wirklich wiederum nichts gegen sagen. Aber ja, ist es wirklich mehr so für Kinder, wo man sagen kann, da könnt ihr die Kinder ruhig reinpacken, die werden dann unterhalten und dementsprechend, werden dann so gut 1,5 Stunden unterhalten. Und ja, in der Zeit könnte man ja vielleicht dann sich einen anderen Film angucken. Weil so wirklich spannend und besonders ist der Film jetzt für mich persönlich jetzt nicht gewesen. Aber wie gesagt, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Also manche würden den Film wahrscheinlich dann wirklich gut finden. Aber wenn man schon so viele Filme so in diesem Bereich so gesehen hat, ja, irgendwo ist das Ganze dann auch so ein bisschen abgenutzt, auch wenn sie die ein oder andere pfiffige Idee mit reingepackt haben. Aber welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, hier sind wir wieder. Also Elemental, irgendwie nichts Neues, aber doch irgendwie lustig gemacht. Aber mehr so würde ich den für Kinder einschätzen. Erwachsene würden vielleicht weniger den Film gut finden. Aber so hat man seine Kinder mal so gute 1,5 Stunden im Kino beschäftigt. Für Kinder ist das wahrscheinlich ziemlich lustig, für uns Erwachsene wahrscheinlich eher weniger, weil wir sowas schon, glaube ich, schon zuhauf gesehen haben. Da sollte sich Pixar beim nächsten Mal vielleicht doch mal wieder was anderes einfallen lassen. Aber nichtsdestotrotz, die Animationen sind schön. Der Film hat auch sehr viel Humor, dies, das. Somit kann man den Film, ja, also wenn man, also für uns Erwachsene vielleicht eher 3 Totenköpfe, für die Kinder kann man dann doch vielleicht dann eher so auf 4 Totenköpfe hochgehen. Dazwischen kann man den Film dann doch, denke ich mal, einpendeln. Denn so viel gibt es der Story einfach nicht zu sagen, weil, ja, ist halt so ein bisschen lustig, Comedy, bisschen Romantik mit da drin, dies, das. Aber alles so halt im kindlichen Bereich. Ja,
Wenn euch gefällt, was ich mache, dann drückt doch mal den Abo-Button und den Like-Button und schaut auch mal unten in die Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, die euch interessieren könnten, wo ihr auch den einen oder anderen Euro sparen könnt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.